لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله أبدأ كلامي وصلاتي وسلامي المظلل بالغمام محمد رسول الله بسم الله أبدأ كلامي وصلاتي وسلامي المظلل بالغمام محمد رسول الله إني قائل فاسمعوني إن أخطأت فاعدلوني يفنى كل ما في الكون ولا يبقى إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Amma Bart, wie wir in den letzten zwei Unterrichten gesehen haben, verstärkt gesehen haben, ist eins der Bedingungen, um in den Islam einzutreten, dass einer von den Bedingungen von den Kalimat Tawhid, von La ilaha illallah ist, die Leugnung bzw. die Distanzierung von dem Tarut und von dem Tawarit. Dafür haben wir einige Verse genannt und eins dieser Verse lautet, der 256. Vers der Sura Baqarah, das kommt direkt nach dem Vers von Ayat al-Kursi, wo drin geschrieben steht, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَّارُوتْ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى. Diejenigen, die sich vom Tarut distanzieren und sich dann Allah zuwenden, die haben sich an einem wahrhaftigen Seil festgehalten, an einem Pfahl festgehalten, لَنْ فِسَامَ لَهَا, an dem es kein Zerreißen gibt. Da haben wir einige Sachen der Gelehrten, wie zum Beispiel Ibn Abbas und etc. dazu gesagt. Und den Tarut angefangen zu definieren in ein paar Kategorien, was die Eigenschaften des Taruts etc. sind. Heute, inshallah, in unserem vierten Unterricht, in dem Tawhid-Kurs, möchte ich inshallah kurz dazu kommen, wie man sich von dem Tarut bzw. von dem Tawarit distanziert. Denn der Allah subhanahu wa ta'ala, der uns im Koran befohlen hat, sich vom Tarut zu distanzieren, ja, der befiehlt uns auch im Koran oder erklärt es auch, wie man das tun soll. Ist ja klar. Er sagt, distanziert euch vom Tarut, leugnet den Tarut. Ja, wie geschieht das? Was sind die Vorgehensweise? Wie macht man das eigentlich? Kufru bit Tarut. Da steht natürlich auch im edlen Koran niedergeschrieben. Und das Interessante an der ganzen Geschichte ist, obwohl Rasulullah sallallahu alaihi wasallam der letzte aller Propheten ist, der Siegel aller Propheten ist, befiehlt Allah subhanahu wa ta'ala im edlen Koran dem Propheten Mohammed, sich an den Propheten Ibrahim alayhi salatu wassalam anzuschließen. Und er erklärt den Propheten Ibrahim alayhi salam als sein Beispiel. Als sein Beispiel. Das ist auch deswegen, weil wir auch im Gebet verstärkt zum Schluss in der Tashahhud im letzten sitzen, erstmal den Friedensgruß Salawat an den Propheten Mohammed alayhi salam und dann an den Propheten Ibrahim a.s. senden. Weil diese beiden Propheten haben eine sehr starke Eigenschaft, die sie beides tragen. Und beide Propheten waren Propheten gewesen, die die Tarut bzw. die Tawarit niedergeschlagen haben. Und das mit ihrer eigenen Hand. Und daher befiehlt Allah subhanahu wa ta'ala im edlen Koran, den letzten aller Gesandten sich an den Propheten Ibrahim zu setzen bzw. ihn zu befolgen. In der 16. Sura, im 123. Vers steht geschrieben, ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, und danach haben wir dir offenbart, haben wir dir herabgesandt, أَنِتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, dass du dich an das Volk von Ibrahim wendest, an das Milletu Ibrahim wendest, an die Tradition, an die Lebensweise, an die Manhaj von Ibrahim a.s. wendest. Und dann kommt dieser Ende des Verses, der überall geschrieben steht, وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Denn Ibrahim war nicht einer von den Mushrikun gewesen. Guck mal,
Wir werden inshallah in den nächsten Unterrichten noch einige Sachen dazu ansprechen. Es steht bei Ibrahim a.s. nicht geschrieben, er war kein Mushrik gewesen. Steht nicht. Er war nicht ein Mushrik gewesen. Er war nicht einer von den Mushrikun gewesen. Hier geht es nicht um den Schirk an sich, hier geht es von den Leuten des Schirk. Also er hat sich nicht nur vom Schirk distanziert, er hat sich auch von den Mushrikun, von den Götzendienern an sich distanziert. Und so wird auch der letzte Gesandte sallallahu alaihi wasallam befohlen, summa uhayna ali ilayke, wir haben danach die herabgesandt, was? Enit dabir, folge Ibrahim a.s. und sein Volk, denn Ibrahim war nicht einer von den Mushrikun gewesen. In einem anderen Vers, in der Surah Baqarah, am 230. Vers steht geschrieben, وَمَنْ يَرْغَبْ عَمْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسًا. Wer distanziert sich, wer wendet sein Gesicht von Ibrahim a.s. ab, von Millet Ibrahim, von dem Volk Ibrahims ab, außer diejenigen, die sich selbst, die ihr Verstand nicht benutzen, beziehungsweise die sich selbst nicht kennen. Nur die Leute, die ihren eigenen Verstand nicht nutzen können, die zurückgeblieben sind, nur die Leute wenden sich von Ibrahim oder von Ibrahim und sein Volk ab. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. Allah sagt in dem Koran, wir haben ihn auf dieser Welt auserwählt. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. Wir haben in dieser Welt, haben wir Ibrahim a.s. ausgewählt. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Und am Tag des jüngsten Gerichts, am Tag von Akhirat, wird Ibrahim auf jeden Fall einer von den Rechtschaffenen bzw. von den Salihin sein. Deswegen befiehlt Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad alayhi salatu wa salam Ibrahim alayhi salam zu befolgen und Ibrahim alayhi salam sein Volk zu befolgen. Was gibt es bei Ibrahim alayhi salam zu befolgen? Zwei Sachen möchte ich kurz ansprechen und dann möchte ich sagen, was vier Sachen sind, vier Kategorien, wie man sich vom Tarut und von den Leuten des Tahuts distanziert. Vier Sachen, wie man Kufr mit Tahut macht. Vier Sachen vom edlen Koran. Aber komme ich zu Ibrahim a.s. Ibrahim a.s., seine körperliche Aktivität, sich vom Tahut zu distanzieren, war gewesen, in der 21. Sure, im 58. Vers steht geschrieben, ihr kennt die Geschichte, Ibrahim a.s., sein Vater, war einer gewesen, der Götzen gebaut und verkauft hat. Also der Vater vom Propheten Ibrahim hat Götzen gekauft, verkauft und gebaut. Er war Bildhauer gewesen im Irak, in Mesopotamien. Und er war die Produktionsstätte des Taruts gewesen. Und wie ist sein Vater? Steht auch im Koran namentlich gesagt. Azer. Azer war der Vater von Ibrahim und er war Bildhauer gewesen. Er hat Götzen gebaut und verkauft. Und eines Tages ging das Volk, wo Ibrahim a.s. drin gelebt hat, der Mushrikun, ging die Götzen anbeten. Es war ein Fest gewesen und sie sind irgendwo hingegangen auf ein Feld raus aus der Stadt. Und was hat Ibrahim a.s. gemacht? In diesem Haus, wo die Götzen sind, wo der Vater die Götzen gebaut hat, oder im Tempel, war ein großer Götze, ein großer Tarut gewesen und mehrere kleine Götzen gewesen, Statuen. Was hat Ibrahim a.s. gemacht? Er hat alle Götzen kaputtgeschlagen mit der Axt und hat die Axt oder beziehungsweise den Hammer in die Hand der Statue gegeben. Als die Leute zurückkamen, haben gesehen, die Götzen, ganzen Götzen waren kaputt gewesen, niedergeschlagen. Und sie gingen zu Ibrahim und haben gefragt, wer hat das gemacht? Und diese Antwort steht im Koran geschrieben, in der 21. Sure, im 58. Vers, فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا. Und danach schlug Ibrahim a.s. alle Götzen klein und nieder, illa kabiran, außer den Großen, la'allahum ilayhi yarji'un, damit sie sich, also die Mushrikun, an ihn wenden können. Dann kamen sie zu Ibrahim und haben gefragt, wer hat die Götzen kaputt gemacht? Und da hat Ibrahim gesagt, der große Götze hat das gemacht, der große Taut hat das gemacht. Und daraufhin haben die Leute gesagt, wie kann das sein, er lebt doch nicht. Wie soll denn der große Götze die kleinen Götzen kaputt gemacht haben? Und da sagt natürlich Ibrahim a.s. durch Akl, wie könnt ihr natürlich einen Menschen, beziehungsweise eine Götzenstatue folgen, die nicht lebt, die leblos ist und die niemals die Kraft hat, was ihr selber sagt, die anderen Götzen zu zerschlagen? Das ist doch ein Widerspruch in sich selber. Auf jeden Fall, Fakt ist, eine Aktivität von Ibrahim a.s. ist es, eine richtige Aktivität ist es, die Götzen, die Tarut niederzuschlagen. Und Allah Ta'ala befiehlt uns und dem Propheten Muhammad im Koran, Ibrahim a.s. zu folgen.
ihn als Beispiel zu nehmen. Guck mal, in einem Hadith sagt der Prophet a.s.w., im Muslim und Tirmizi wird das erwähnt und in Nesai auch, ihr habt das schon mal gehört, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, Men ra'a minkum munkaram, derjenige von euch oder diejenigen von euch, die eine falsche Tat sehen, ein Munkar sehen, eine verbotene Tat sehen, das kann Kufur sein, das kann Haram sein, فَلْيُغَيُّرْ بِيَدِهِ, soll er das mit seiner Hand wegmachen. Also mit seiner Kraft soll er das vernichten. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِيرْ فَبِلِسَانِهِ, und wenn er dies nicht imstande ist, das mit seiner Kraft, mit seiner Hand zu machen, dann soll er das mit seinem Mund tun. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِيرْ فَبِقَلْبِهِ, und derjenige, der auch mit seinem Wort nichts gegen das Kufr bzw. gegen den Haram was sagen kann, فَبِقَلْبِهِ, soll mit seinem Herz mindestens ein Hass gegenüber diese Schandtat machen. Aber der Prophet sagt, وَسَالِكَ أَدْعَفُ الْإِمَانِ, aber diese Kategorie ist es, die Schwächste des Imans. Das ist die schwächste Art des Imans. Und hier ist eine allgemeine Sache, sagt der Prophet. Es ist ein Munkar, es ist eine verbotene Sache. Das Munkar teilt sich im Islam in zwei Sachen auf. Erstens ist das Schirk und Kufur, das ist natürlich ein krasses Beispiel. Und dann gibt es nochmal Haram. Das heißt, jemand macht Zina, jemand trinkt Alkohol, das ist Haram. Unser Thema ist hier nicht Haram, unser Thema ist hier Kufur, Schirk und Tarut. Das krasseste eine von diesen zwei Beispielen. Und dann sagt ihm der Prophet a.s.w., wenige den Tarut sieht, den Kufur sieht, soll es mit seiner Hand wegmachen. Wenn er nicht imstande dazu ist, soll er es mit seinem Wort tun. Und wer das nicht tut, soll er mit seinem Herzen zumindest einen Hass gegenüber den Tarut und den Leuten des Taruts machen. Das aber, sagt der Prophet a.s.w., ist die schwächste Kategorie des Islams, des Imans. Und da muss sich jeder natürlich gucken, wo ist jeder für sich selbst aktiv. Wir haben uns auf diese Art und Weise festgesetzt, auf die zweite Art davon. Und das ist, dass wir uns mit unserem Wort und mit unserem Schrift und mit unserem Stift gegen den Tarut wenden und wir erläutern und versuchen zumindest, soweit es in unserer Möglichkeit besteht, den Leuten den Tarut zu erklären, den Tawhid zu erklären und den Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam nach dem Koran und nach der Sahih Sunnah versuchen, inshallah zu erklären, soweit es uns möglich ist. Dann, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt sogar, das ist der größte Dschihad. Man sagt, der Prophet hat gesagt, der größte Dschihad ist derjenige, wenn man, was macht? Die Wahrheit gegenüber einem tyrannischen Herrscher sagt und aufgrund dessen dann zum Schluss durch diesen Staat oder durch diese Regierung dann Shahid gemacht wird. Dann sagt er auch, das ist eins der größten Shahids. Nach seinem Onkel Hamza. Man kam zum Propheten und hat gesagt, ja Rasulullah, wer ist der größte Shahid? Und er hat gesagt, mein Onkel Hamza, der in Uhud zu Shahid gemacht worden ist. Und dann hat man gefragt, und wer ist es danach? Weil Hamza kann keiner von uns werden, Hamza ist schon Shahid gemacht worden. Was ist die Kategorie nach Hamza? Und dann hat er gesagt, derjenige, der gegen einen Salim-Herrscher die Wahrheit sagt, das Haq sagt, das La ilaha illallah sagt und aufgrund dessen von dieser Regierung getötet wird. Das ist die Stufe nach Hamza radiallahu anh direkt. Und dann möchte ich noch zu der wörtlichen Aktivität kommen und das wird natürlich eins der Kronverse unseres heutigen Unterrichtes sein, aus denen ich einige Punkte versuchen werde zu entnehmen. Die wörtliche Aktivität, das ist die körperliche Aktivität gewesen und dann gibt es die wörtliche Aktivität gegen den Tawhid, gegen den Kufr bit Tawhid, was Ibrahim a.s. gemacht hat und das steht in der Surah Mumtahina im 4. Vers geschrieben. Und da sagt Allah subhanahu wa ta'ala, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. Ganz gewiss, für euch gibt es ein Beispiel, ein Modell bei Ibrahim und denjenigen, die Ibrahim a.s. gefolgt sind. Guck mal, im letzten Buch der Menschheit, der herabgesandt worden ist, wird Ibrahim a.s. und diejenigen, die ihm folgen, als Beispielmodell gezeigt bis zum Tag des jüngsten Gerichts an den Propheten Mohammed a.s. und an die Ummete Mohammed. Wer? Ibrahim und diejenigen, die mit ihm sind, werden als Beispiel gesagt. Jetzt fragen wir uns natürlich, warum erklärt Allah subhanahu wa ta'ala im 4. Vers des Surah Mumtahina uns Ibrahim a.s. und diejenigen, die ihm gefolgt sind, den Muwahidun, den Muslimun, als Beispiel? Was ist denn daran so heftig, dass Allah subhanahu wa ta'ala von den 124.000 Propheten
Oder beziehungsweise von den 28 Propheten, die im Koran erwähnt worden sind. Warum sagt Allah subhanahu wa ta'ala gerade Ibrahim a.s. und diejenigen, die ihm folgen, sind für euch Ümmete Mohammed ein Beispiel bis zum Tag des Jüngsten? Was ist der tiefstigste Grund? Und Allah subhanahu wa ta'ala berichtet das und sagt, إِذْ قَالُوا Sie sagten nämlich, Ibrahim und diejenigen, die mit ihm folgten, sagen nämlich لِقَوْمِهِمْ zu ihrem Volk. Hier wird ein Wort als Beispiel, als Formel gesagt, die wir als Muslime benutzen müssen. Was sagten sie denn zu ihrem Volk? Inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Wir distanzieren uns von euch und von denjenigen, die ihr anstatt Allah anbetet. Wir distanzieren uns von euch und von denjenigen, die ihr anstatt Allah anbetet. Oder an den Gesetzen, die ihr anstatt den Gesetzen Allahs befolgt. Haben wir gesagt, Ibadet ist sinngemäß der Sure Taube, 31. Vers und der Interpretation von Rasulullah a.s., was mit Adi ibn Hatem, dem Sahabi, berichtet wird. Was ist Ibadet? Ibadet ist, wenn ihr ein Gesetz befolgt. Es ist eine Ibadet, wenn ihr den Koran befolgt. Es ist eine Ibadet, wenn ihr ein anderes Gesetz außer des edlen Korans befolgt. Das ist nicht die Aussage von mir oder von irgendeinem Gelehrten. Das ist die Aussage des Korans und die Interpretation des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und daher sagt Allah dieses Beispiel, als sie sagten zu ihrem Volk, wir distanzieren uns von euch und von den Gesetzen, die ihr statt Allahs befolgt. Und dann geht das Wort weiter von Ibrahim und seinem Volk, seinem Anhängern. Kefernabikum. Wir sprechen den Tekfir auf euch aus. Wir sprechen den Tekfir auf euch aus. Keferna bikum. Wir distanzieren uns von euch. Wir sprechen den Tekfir auf euch aus. Und jetzt geht's noch weiter. Ve beda beinana ve beinakum. Und zwischen uns und zwischen euch wird sein was? El adawete, eine Feindschaft. Vel barda'u, ein Hass. Ebeden, bis in alle Ewigkeit. Hatta tu'minu billahi wahda. Bis ihr wieder an einzig und allein an Allah glaubt. Das ist eine Formel, die könnt ihr für immer und ewig benutzen, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt das. Man kann das nur wiederholen. Ibrahim a.s. und sein Volk sagen, seine Leute sagen zu dem Volk der Mushrikun, wir distanzieren uns von euch und von denjenigen, deren Gesetzen ihr Allahs anbetet. Wir sprechen den Tekfir auf euch aus und zwischen uns und euch wird ein Hass und eine Feindschaft bis in alle Ewigkeit sein, bis ihr zurückkehrt auf die Gesetze Allahs und bis ihr einzig und allein Allah anbetet. Das sind die zwei Aktivitäten, die Allah subhanahu wa ta'ala uns sagt. Guckt mal, hier gibt es für Ibrahim a.s. ein Beispiel für euch. Seine mündliche Aktivität und seine körperliche Aktivität. Kommen wir inshallah zu den vier Punkten, die ich ansprechen will, wie man sich vom Tagut distanziert, wie man den Kufr mit Tagut macht. Natürlich, wenn man genau achtet, befiehlt Ibrahim a.s. vor dem Tekfir auf dem Tagut die Distanzierung von den Leuten des Taguts. El-Wela und El-Bera ist hier sehr wichtig. Weil das Hauptproblem, ich sehe das auch bei vielen Muslimen, sie wissen, was der Tagut ist, sie distanzieren sich vom Tagut, aber was machen sie? Sie distanzieren sich nicht von den Leuten des Taguts. Also, sie machen nicht El-Wela und nicht El-Bera. In einem anderen Dings steht das geschrieben, El-Hubbu fillah, wel-Bughdhu fillah. Sie lieben nicht für Allah und sie hassen nicht für Allah. Das ist zwei Kategorien. Jetzt sagen natürlich einige Menschen, wie sollen wir denn hassen? Der Islam ist doch eine Religion der Liebe. Natürlich. Der Grundkontext im Islam ist die Liebe. Der Prophet a.s. wurde für eine Barmherzigkeit für alle Welten gesetzt, entsandt. Im Koran steht provokativ der Name Ar-Rahman und Rahim vor. Es kommt wenig Wahidul Kahar, der Einzigen, der vernichtet wurde. Die Grundlage des Islams ist die Liebe, ist der Frieden. Aber wenn es der Kufr kommt, wenn der Schirk kommt, sind wir verpflichtet, ihn, den Kufr und den Schirk zu hassen. Weil, werden wir inshallah noch dazu kommen, diejenigen, die den Kufr nicht hassen, den Schirk nicht hassen, können gar nicht den Tawhid und das La ilaha illallah leben. Das nämlich sind nicht zwei entgegengesetzte Sachen. Ihr könnt nicht sagen, der Kufr ist schön, wir tolerieren das, das Tawhid ist schön, wir tolerieren das, aber wir lieben auch gleichzeitig den Tawhid. Das ist Heuchlerei. Das ist Heuchlerei. Deswegen kommt der Koran und teilt das. Der Koran kommt und teilt das. Das ist halt die Bewegung des Islams. Der Koran betitelt sich auch als Furqan, als was? Als derjenige, der was macht? Das Paare vom Falschen,
das Tawhid vom Schirk zerteilt. Und der Koran geht auf diese Sachen so ein, sich von den Leuten des Schirks und des Kufrs zu distanzieren, und geht natürlich in euch ganz tief rein, da wo es euch am meisten schmerzt. Nämlich wo? In eure Familie. In eure Familie. In der Surah Taube im 23. Vers sagt Allah: Ya ayyuhallazina amanu, o ihr diejenigen, die ihr glaubt. Ein Schreiber der Türkei, der Schreiber von Hakdine Kurandili, hat damals gesagt, das so interpretiert, hat das so übersetzt: O ihr diejenigen, die behauptet, dass ihr glaubt. Kann man auch so lesen. O ihr diejenigen, die behauptet, dass ihr glaubt. Wenn ihr euren Glauben beweisen wollt, dann la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Dann nimmt eure Väter und eure Brüder nicht zu Beschützern, wann? In istahabbul kufra ala al-iman. Wenn sie den Kufr, den Iman bevorzugen. Das heißt, wenn ihr Väter und Brüder habt, die den Kufr, den Iman bevorzugen, und ihr macht Tabligh, Dawah, aber sie beharren auf den Kufr, sie nehmen den Islam nicht an, sie nehmen den Tawhid nicht an, und ihr nehmt sie zu Beschützern, zu Freunden, zu Evliya, dann وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ, diejenigen, die ihn, sie zu Beschützern, diejenigen, die dann die eigenen Väter, die eigenen Brüder zu Beschützern nehmen, zu Freunden nehmen, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, das werden wahrhaftig die Ungerechten sein. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sogar die Distanzierung der Leute des Kufurs anfängt, die Beispiele bei der Familie zu geben, dann wie dann ist das Beispiel bei den anderen Sachen, die nicht die Familie sind? Ja? Ihr kennt den Krieg von Badr, wo Vater und Sohn gegeneinander gekämpft haben. Die eine auf der Seite des Kufurs und die eine auf der Seite des Imans. Für was? Für was haben sie gekämpft? Für La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah haben sie gekämpft. Und die Geschichten, die Siyar-Bücher, sind voll mit solchen Sachen. Die zweite Distanzierung vom Tawhid, das Kufur vom Tawhid, ist die Distanzierung vom Tawhid an sich selbst. Warum? Haben wir schon mal gesagt, in dem Koran steht geschrieben, in Surah An-Nahl im 36. Vers: وَلَكَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Wir erweckten in jedem Volk einen Gesandten und einen Propheten, der hat gepredigt: dient Allah und distanziert euch vom Tawhid. Zwei Sachen. Erstens, wir müssen uns vom Tawhid an sich distanzieren. Zweitens, wir müssen uns von den Leuten des Tawhids distanzieren. Sollte es unsere eigene Familie sein? Sollte es unsere eigene Familie sein? Dafür ist natürlich die Geschichte des Propheten ein perfektes Beispiel. Die Geschichte des Propheten, der Sahabe, ein perfektes Beispiel. Wenn wir aber das erzählen, zur Zeit des Propheten, Ali, Talha, Zubair, radiallahu anhuma, etc., dann hört sich das immer alles sehr, sehr schön an. Man sagt immer: oh, guck mal, die Sahabe haben so schön gelebt. Oh, die Salaf, die haben so schön gelebt. Oh, schaut mal, wie schön das gewesen war. In der Türkei kommen dann die Leute, die Belamts im Fernsehen, wie bestimmte Prediger, und versuchen dann die Geschichte des Propheten so mit einer Geige im Hintergrund zu erzählen, und man sagt, dann fangen die Leute an zu heulen. Aber das Problem ist, wenn wir dann sagen, nimmt das Leben der Sahabe und kopiert das bitte in euren Leben rein, dann wird es zum Problem. Dann kommen nämlich diese Aussagen, Maslahat. Ja, aber heute muss man das ein bisschen anders verstehen. Die Zeiten haben sich geändert, Zeiten ändern sich, Zeiten ändern dich, und andere bestimmte Sprüche. Und wir können das Leben des Sahabe nicht mehr in unsere Leben heute kopieren. Warum? Weil wir den Iman vielleicht nicht richtig vollzogen haben. Weil wir den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht als Beispiel genommen haben. Weil wir den edlen Koran nicht jeden Tag rezitieren bzw. verstehen. Deswegen fällt uns das schwer. Wenn aber unsere Liebe zu La ilaha illallah groß wäre, wenn wir La ilaha illallah richtig verstehen würden, dann würde die Distanzierung von dem Tawhid und von den Leuten des Tawhids für uns gar kein Problem gewesen. Es wäre für uns überhaupt gar kein Problem gewesen. Wenn aber unsere Liebe zu Allah schwach ist, dann werden wir anfangen, uns mit dem Tawhid, mit dem Kufr, mit den Leuten des Kufrs Freundschaft zu schaffen. Und was sagt Allah im Koran? Nach einer Zeit, tashabahat qulubuhum, werden die Herzen von diesen Leuten gleich werden. Werden die Leute dieses Herzen gleich werden. Wir werden inshallah eine Kategorie noch annehmen, in unserem Tawhid-Kurs noch inshallah bearbeiten. Der wird vielleicht vier Vortragsreihen gehen. Allein das Thema El-Wala und El-Bara. Die Freundschaft zu Allah und die Feindschaft gegenüber
den Feinden des Islams. Das ist sehr, sehr wichtig. Das werden wir auf jeden Fall noch sagen. Ich möchte aber kurz diese vier Punkte überfliegen, denn die ersten 5, 6 Unterrichte dieses Tawhid-Kurs werden nur über einige Formeln sein, die wir vielleicht schon kennen. Sehr viele kennen diese Formeln leider noch nicht. Und dann werden wir uns in diese Formeln aufgrund mit Delils und mit Beweisen auch der Gelehrten, der richtigen Gelehrten, nicht diejenigen, die in den Palästen rumhüpfen, von richtigen Gelehrten werden wir diese Sachen natürlich definitiv versuchen zu untermauern. Die dritte Kategorie ist, wie man sich vom Tawhid distanziert ist, den Takfir auf den Tawhid auszusprechen. Und dieser Takfir auf den Tawhid und den Leugnen des Tawhids muss definitiv offen und klar ausgedrückt werden. Ihr wisst ja, wir haben ja schon seit 30 Jahren, sagen wir immer das Gleiche, das Tabligh, die Verkündung muss offen und klar sein. Wir können nicht den Tabligh mit gebrochenen Wörtern sagen. Das Tawhid, die Erklärung des Islams muss klar, offen und definitiv gemacht werden. Wir können nicht sagen, ja, das will ich jetzt nicht so sagen, vielleicht wird Bruder A davon gekränkt. Wir können das nicht vielleicht so sagen, vielleicht greifen wir diesen Hodja damit an. Wir können das jetzt nicht so offen sagen, ja, vielleicht kopiert das der Verfassungsschutz auf diese Art und Weise raus, vielleicht werden sie das so und so gegen mich verwenden. Ja, vielleicht ist das die Polizei und hast du nicht gehört für Geschichten. Wenn wir das machen, dann passiert das mit uns, was mit den Rabbinern und mit den anderen Religionsgelehrten passiert ist. Allahs Fluch wird über sie sein und das Fluch der Fluchenden, sinngemäß der Surah Baqarah, wird über sie sein. Genau wie die Imame heute von Diyanet, von Miligurisch, von Zentralrat der Muslime, von dem sogenannten Zentralrat der Muslime. Die Leute haben Angst, diese Wahrheit zu verkünden. Sie sagen immer, ja, wir glauben ja an den Koran, aber im Koran gibt es natürlich einige Gesetze, die widersprechen sich natürlich mit dem Grundgesetz. Was machen wir denn da jetzt? Und der deutsche Staat, der weiß natürlich, wo diese Schmerzstelle der Muslime sind. Also fangen wir natürlich beim Grundgesetz an. Akzeptieren Sie das Grundgesetz? Ne, haben so viele Prediger in Deutschland, akzeptieren Sie das Grundgesetz? Und die sagen, ja, wir akzeptieren das Grundgesetz, aber der Koran ist für uns höher. Und dann fragen sie, der Tawhid fragt natürlich nach, ja, was ist für euch wichtiger, das oder das? Also leugnen Sie das Grundgesetz und so weiter und so fort. Wenn wir so anfangen, den Islam zu erklären und wir haben Angst, dann wird der Fluch Allahs und der Fluch der Fluchenden auf uns lasten. Und diese Aufgabe ist normalerweise den Imamen vorgeschrieben. Al-Ulama'u Warasatul Anbiya, sagt der Prophet. Die Gelehrten sind die Stellvertreter des Propheten. Die Ulama, die Gelehrten, sind die Nachfolger des Propheten. Sie haben die Aufgabe bekommen, das zu verkünden. Wenn aber die Gelehrten das nicht machen, so wie seit 80, 90, 100 Jahren, sie haben Angst, dann fällt diese Last auf wen? Auf die Jamaat, auf das Volk. Genau wie zum Beispiel, es ist eine Pflicht für die Umma, einen Kalifen zu wählen. Das ist Pflicht, das musst du machen. Es ist Haram, über 3 Tage die Umma ohne Kalifen zu lassen. Es ist Haram. Guck mal, der Prophet a.s. war kaum begraben, schon haben sie, ne? Und so weiter. Und die Salaf, es Salihin, haben Ijma gemacht auf die Auswahl des Kalifen. Da gibt es kein Ikhtilaf. Es gibt Ikhtilaf auf den, wer es machen soll. Aber es gibt Ijma, dass es gemacht werden soll. Sogar zwischen der Ahle Sunna und der Ahle Shia gibt es einen Konsens, es muss einen Kalifen geben. Aber das Ikhtilaf, der Unterschied ist bloß, die einen sagen Ahle Bayt, die einen sagen das. Aber es gibt Ijma, Konsens, dass es einen geben muss. Und wer muss diesen Kalifen wählen? An erster Stelle die Gelehrten natürlich, die Ulema, der Ummati Muhammad müssen das wählen. Was passiert aber, wenn sie das nicht machen? Wir haben 3 Tage überschritten. Wir haben 10 Tage überschritten. Wir haben 1 Jahr überschritten. Wir haben 2 Jahre überschritten. Dann fällt diese Aufgabe auf wen? Auf das Volk. Und dann sagt Ahmed ibn Hanbal oder Imam Shafi oder andere wahrhaftigen Gelehrten, auch die Schüler von Abu Hanifa rahimahullah, egal wer das ist, die sagen, dann fällt die Aufgabe auf das Volk. Und die sagen, dann, wer dann kommt und sagt, ich bin der Kalif, dann muss der Treuhand geleistet werden. Und ihr stellt euch mal vor, 70 Jahre kommt keiner. Also wir haben 3 Tage ein bisschen überschritten. Und dann kommt einer, dann muss natürlich dieser Treuhand an diese Person natürlich gerichtet werden. Was ich aber sagen möchte ist, es fällt von oben nach unten. Erst machen das die Gelehrten und dann geht das auf Volk runter. Und dann ist jeder von uns verantwortlich. Da muss auch der 12-jährige, 15-jährige Junge muss dann kommen und sagen, La ilaha illallah, das ist der Tawhid und das ist der Tawhid. Ihr könnt da nicht auf das Personal warten, auf die Verantwortlichen warten. Ich gebe euch mal ein anderes Beispiel. Ihr fährt auf der Straße, auf der Autobahn, vor euch passiert ein Unfall. Jemand hat sich, ich meine nicht so ein krasses Beispiel, dass jemand tot ist, aber ich sag mal, jemand hat sich den Arm gebrochen. Oder jemand erstickt, was macht ihr?
Ihr ruft erstmal den Krankenwagen an und wenn er nicht kommt, was macht ihr in der Zwischenzeit? Ihr macht Selbsthilfe natürlich erstmal. Ihr könnt aber nicht sagen, ich warte so lange auf den Krankenwagen, das ist nur symbolisch, auf die Gelehrten, bis die kommen, ich werde das selbst in die Hand nehmen. Und wenn ihr das nicht macht und ihr sagt, jo, ist mir doch egal, was mit dem da passiert, dann läuft er halt aus, dann ist das unterlassene Hilfeleistung. Könnt ihr deswegen auch angeklagt werden. Ne? Und so ist das im Islam. Erstmal müssen das die Gelehrten machen. Wenn das aber nicht die Gelehrten machen, dann wartet ihr, guckt erstmal, wie die Sache nicht ist, aber das lässt sich natürlich nicht lange vollziehen. Und dann muss das Volk das in die Hand nehmen, die Muslime in die Hand nehmen. Das kann, wie gesagt, die Erklärung des Tawhid, des Tawhid sein, das kann auch Besam al-Kalifat sein, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Genau. Und diese Sache muss offenkundig gemacht werden. Und jetzt kommen wir als Otto-Normalverbraucher, die keine Medrese studiert haben, die nicht das gemacht haben und sagen, pass auf Leute, die wahrhaftigen Gelehrten, die Gelehrten der Salaf, die Gelehrten der Ahl-Sunna, die Gelehrten der vier Rechtsschulen des Islams sprechen auf diese Leute den Takfir aus. Jetzt gibt es aber heute keinen Gelehrten hier auf dieser Welt, der oben im Fernsehen redet, offenkundig redet und sagt, ha, guck mal, das ist ein Kuffar, kommt zum Islam, wer macht das? Das Volk macht das, die Muwahhidun machen das und wenn die Muwahhidun das machen, dann nennen die Murji'a sie wie Khawarij und habt ihr nicht gehört, Terroristen, Fundamentalisten oder andere Geschichten. Also die Dawa, mit der wir beauftragt worden sind, la ilaha illallah, zu verkünden, die Distanzierung vom Tawhid, kommen diese Leute und sagen zu uns, Khawarij, ihr seid Takfiris oder ihr seid Ilahi, unterschiedliche Namen, die ändern sich ja alle 5 Jahre einmal. Nichtsdestotrotz müssen wir das trotzdem machen und wir werden inshallah in den folgenden Unterrichten dazu kommen, über diese Bellams, weil das ist wie gesagt das Hauptproblem. Aktuell habt ihr ja mitbekommen, in Saudi-Arabien wurden ca. 43, ich weiß nicht, ob das jetzt direkt gesehen Gelehrte gewesen waren, aber einige davon waren auf jeden Fall Gelehrte gewesen. Sie wurden natürlich durch die saudi-arabische Regierung exekutiert, Schehid gemacht und so wie ich vorgestern erfahren habe, waren Unterschriften bzw. Befürworter, waren Sudaisi hat das befürwortet, El-Arifi hat das befürwortet. Den haben wir damals, glaube ich, in Berlin gesehen. Der war das, El-Arifi, ne? Und dann war Salih Fawzan, Ibn El-Fawzan, El-Fawzan und nochmal El-Fawzan. Diese drei Leute, die wirklich Gewicht haben in Kategorie Saudi-Arabien, die haben das natürlich legitimiert, haben gesagt, die Sache war natürlich richtig gewesen. Und dann kommen diese Leute und sagen zu uns, guck mal, aber unsere Gelehrten sagen das nicht. Und dann sagen wir, aber unsere Gelehrten, die im Gefängnis gestorben sind, sagen das. Unsere Gelehrten sind in Gefängnissen, unsere Gelehrten sind in Gräbern, aber eure Gelehrten sind in Palästen und wir distanzieren uns definitiv von euch und auch von euren sogenannten Gelehrten. Ich muss das ansprechen, weil man immer aufgrund dessen angesprochen wird und gesagt wird, ja, warum sagt ihr das und so. Wie gesagt, wir werden inshallah noch einige Unterrichte sehr stark über dieses Thema machen. Fakt ist, unsere Aufgabe ist, den Tawhid und den Islam offenkundig zu verkünden, so wie auch Ibrahim gesagt hat, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. Als Ibrahim a.s. zu seinem Vater Azar, zu dem Produktionsstätte des Tawhids, der Götzen, gesagt hat, warum nimmst du diese Götzen zu deinen Göttern? Inni arake, ich sehe dich, wa qawmeke und dein Volk, fi dalalim mubin, in einem offenkundigen Irrtum. Ja, das ist auch, was ich nicht verstehe. Wir sagen zum Beispiel, natürlich werden wir das untermauern, haben das auch schon untermauert, dass die Demokratie und die Wahlen an die Demokratie Kufr ist. Tamam. Diese Leute sagen, ja, wir können aber nicht gleich Kufr sagen. Warum? Ja, da gibt es doch die Aussage von Ibn Abbas und das heißt Kufr duna Kufr. Also es ist nicht ein Kufr, aber es ist ein Kufr unter Kufr. Werden wir auch noch dazu kommen, inshallah, was Ibn Abbas damit gemeint hat, ob die Aussage überhaupt sahih ist. Dann spreche ich zu diesen Leuten, dann sag doch, okay, zweifelsfrei ist Wählen bzw. Demokratie Kufr. Dann sagt es doch zumindest, dass es haram ist. Wenn ihr nicht unserer Meinung folgt und ihr sagt, es ist Kufr duna Kufr, es ist ein Kufr, aber nicht so ein Kufr, wie ihr versteht, dann heißt es ja nach eurer Aussage, es ist ein kleiner Kufr. Das ist ja zumindest ein krasser Haram, mehr als Zina Haram. Tamam? Dann definiert es doch. Wenn ihr den Mut habt, setzt euch doch ins Fernsehen und sagt doch zu
Erdogan oder zu Mursi oder zu Sisi, das spielt gar keine Rolle. Dass sie zumindest einen Haram machen, dass sie sich zumindest so vom Haram distanzieren können. Aber noch niemals das sagen sie. Wir sagen Kufur. Dann sagt doch zumindest, dass es Haram ist, wenn ihr wahrhaftig seid. Aber sie sagen es nicht. Wisst ihr, warum es sie nicht sagen? Weil sie nicht in ihrer Aussage ehrlich sind. Weil diese Menschen in ihrer Aussage nicht ehrlich sind. قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين. Und wie gesagt, und Ibrahim a.s. Sagte weiter, gewiss, ihr und eure Väter sind in einem offenkundigen Irrtum, in unterschiedlichen Versen und Passagen des edlen Korans. Und diese Aussprache, diese Aussage ist die Methodik aller Propheten und aller Gesandten gewesen. Definitiv. Und weil wir Muslime sind und dem Weg der Propheten und der Gesandten allesamt folgen, sind wir verpflichtet, das so zu machen, wie die es gemacht haben. Die Menschen aufzuteilen in Muslim und in Kafir. Das machen wir nicht, weil wir Takfiris sind. Das ist deswegen, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns das befohlen und den Weg uns so gezeigt hat. In der Sure 64 im zweiten Vers steht geschrieben, Huwallazi khalaqakum minkum. Allah ist derjenige, der euch erschaffen hat. Die ganze Menschheit erschaffen hat. Faminkum kafirun. Einige von euch sind Kuffar. Waminkum mu'minun. Und einige von euch sind Muslime. Sind Gläubige. Es gibt keinen dritten Weg. Ihr werdet sagen, Munafikun. Munafikun sind auch Kuffar. Aber die Menschheit ist in zwei Gruppen geteilt. Entweder man ist gläubig oder man ist Kuffar. Entweder man ist Muslim oder ungläubig. Und Allah sagt, er hat euch erschaffen und hat die Menschheit kategorisiert in Muslime und nicht Muslime. Und am Tag des jüngsten Gerichts sagt Allah, لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَى بَعْدٍ فَيَرْكُمَهُ فَيَجَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمْ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Nach der Auferstehung, nachdem die Leute auferstanden worden sind und Allah subhanahu wa ta'ala die Kuffar ins Jahannam bringen wird, sagt, auf dass Allah die Bösen von euch, von den Guten auseinanderhole. Damit Allah die Bösen von den Guten auseinanderzieht, rauszieht, rausscheidet. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, in der Sura Yasin. Am dem Tag, auf dieser Welt habt ihr vielleicht in einer Stadt zusammengelebt, aber am Tag des jüngsten Gerichts wird Allah sagen, nachdem die Menschen erschaffen, wo allerdings aus den Gräbern gekommen sind, Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Jetzt, o ihr Ungläubigen, o ihr Mujrimler, o ihr Sünder, teilt euch von den Muslimen, distanziert euch, ihr geht raus, ihr geht jetzt in ein anderes Werk. Alam ahad ilaykum ya bani Adam an la ta'budu ash-shaytan. Habe ich nicht, o Kinder Adams, euch gesagt, folgt nicht den Fußstapfen des Satans, innahu lakum aduwwun mubin. Er ist für euch ein offenkundiger Feind, der jedermann sichtbar ist. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala das auch. Und die Bösen einen zum anderen zusammensammelt und sie auf einen Haufen sammeln wird am Tag des jüngsten Gerichts und sie dann in einem Haufen in Jahannam werfen wird. Diese sind wahrlich die wahrhaftigen Verlierer, sagt Allah im edlen Koran in der 8. Sure, im 37. Vers. Und in der 68. Sure, im 35. Sure, 36. Vers sagt Allah, أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. Sollen etwa die Muslime gleichgestellt werden wie die Mujrimler? Wie die Sünder, wie die Kuffar, malakum, was ist mit euch los? Kayfa tahkumun, wie urteilt ihr? Wie urteilt ihr? Heute ist für euch Muslim gleich, Kafir gleich. Der Mann macht Kufur, ihr sagt, ja, vielleicht hat er ein Ta'wil. Der Mann sagt, ich glaube nicht an die Gesetze der Scharia. Ihr sagt, guck mal, aber der heißt doch Mustafa, Mahmud, Ahmed. Der kann doch gar kein Kafir sein. Er sagt, ich glaube nicht an die Scharia, ich möchte die Demokratie haben. Und ihr kommt immer noch und sagt, ja, aber vielleicht könnte doch Maslahat und vielleicht hat er doch eine Entschuldigung. Der Islam hat sowas mit uns nicht befohlen. Die Ahle Sunna wal Jamaat hat gesagt, wir urteilen nach dem Äußerlichen. Was mit den Herzen ist, das weiß nur Allah. Aber der Islam urteilt nur nach dem Äußerlichen. Wenn wir jemanden sehen, der Alkohol trinkt, ist das für uns einer, der Alkohol trinkt. Wenn jemand der Sünde begeht, wenn wir sehen, der Zina macht, ist dasjenige für uns jemand, der Zina macht. Ja? Wenn jemand klaut, ist das für uns einer, der ein Räuber ist, der klaut. Und wenn jemand von uns, wir sehen, der Kufr begeht, der Schirk begeht, ist das für uns ein Kafir. Wie können wir das Gegenteil behaupten? Das ist eine Religion. Demokratie ist heute eine Religion. Das sagt auch Maqdisi in seinem Buch. Religion, wie eine andere Religion, genau wie das Christentum. Und Judentum ist auch die Demokratie heute eine Religion. Höher als alle anderen Religionen heutzutage angesehen, um antastbar zu sehen von den Kuffar. La yastavi ashabun nari wa ashabul jannah. Nicht gleich sind die Leute des Feuers und nicht sind die Leute gleich des Paradieses. Aber ashabul jannati umul fa'izun. Und
Die Leute des Paradieses sind auf jeden Fall diejenigen, die am Tage des jüngsten Gerichts gerettet worden sind. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns das befohlen, die Leute aufzuteilen, den Muslim und den Kafir, soweit wir natürlich Anhaltspunkte dazu haben, weil ihr könnt ein Fiqh-Buch aufmachen von unseren Gelehrten der Ahlus Sunnah wal Jamaat, von den vier Rechtsschulen. Ihr werdet überall sehen, das Urteil, wann wird man Muslim, wann wird man Kafir, El-Fase-Kufr, wie wird man ein Kafir, wenn man ein Wort sagt, Ef-Ale-Kufr, wann wird man Kafir, wenn man eine Tat ausrichtet, und das Hukum von Murtad, wann wird man aus dem Islam rausgeworfen. Dafür gibt es Bänder von Büchern, aber die werden heute durch die sogenannten Gelehrten natürlich nicht thematisiert, weil sie sich damit selber nämlich einen Schuss ins Bein setzen würden. Imam Ghazali, Rahmetullahi alayh, sagt in seinem Werk, es ist eine Pflicht für das Volk, es ist Wajib für das Volk, das Urteil der Herrscher zu kennen. Wajib. Wir sind jetzt das Volk und für uns ist es Wajib, eine Pflicht zu wissen, ob der Herrscher über uns ein Muslim ist oder ein Kafir ist. Weil so ändert sich auch die Politik der muslimischen Gesellschaft. Denn Imam Nawawi berichtet in einem Scherz zu Sahih Muslim, dass Qadi Iyad dort sagt, die Gelehrten bilden einen Konsens darüber, ein Ijma, dass es kein Kafir-Führer geben darf. Sollte der Imam, der Kalif später Kafir werden oder den Kufr verfahren, wird er natürlich abgedankt. Wird er natürlich von seinem Amt niedergeholt. Das ist ganz klar. Und das ist Wajib für jeden von uns, zumindest diese Leute zu betiteln. Wir dürfen aber nicht, das muss ich auch nochmal unterstreichen, auf die Straße gehen und dürfen die Leute ansprechen, bist du Muslim, bist du Kafir, bist du Muslim, bist du Kafir. Das ist nämlich unsere Gesellschaft, wir Muslime sind emotional ein bisschen. Wir lernen eine islamische Sache und missbrauchen sie dann und das wird dann falsch verstanden. Genau wie mit Takfir. Takfir ist ein Grundbaustein des Islams. Derjenige, der Takfir nicht auf dem Tarot macht, kann gar nicht den Iman vollzogen haben. Da sind wir uns alle einig. Aber dann kommen natürlich Jugendliche, sie missbrauchen diese Takfir-Geschichte und ziehen das ins Lächerliche rein. Dann ist dann jeder auf der Straße, der läuft, ein Kafir. Derjenige, der nur auf ein Amt geht, ich sag mal, ihr macht eine Hochzeit mit eurer Frau, ihr geht zum Standesamt, weil ihr zum Standesamt gegangen seid, seid ihr Kafir geworden, weil ihr das Amt akzeptiert. Das ist dann, wenn ihr das Thema missbraucht. Das geht dann ins Lächerliche rein. Dann sagen zum Beispiel, kenne ich einige Leute aus der Türkei, ja, ihr seid jetzt bei der roten Ampel stehen geblieben, ihr akzeptiert das Gesetz des Tarots, also seid ihr auch Kafir geworden. So weit gehen diese Leute und übertreiben mit diesen Sachen so provokativ, dass dann der Otto-Normal-Mensch sagt, ich möchte mit dem Thema Takfir möchte ich nichts zu tun haben. Also er schlägt immer wieder ins Gegenteil aus. Genau, im Koran steht geschrieben, wala tajassasu. Forscht den Leuten nicht ihren Iman provokativ hinterher. Wala tajassasu. Ich kenne viele Brüder von den Mawahidun, die haben diese Themen gelernt, halb gelernt. Und dann kommen Leute und dann fragen sie dann gleich, ja, aber was denkst du über das und das Thema? Und was denkst du über das und das Thema? Sein Niyat ist, seine Absicht ist, diesen Menschen irgendwie jetzt gucken, kann ich den jetzt als Kafir bezeichnen oder kann ich den als Muslim bezeichnen? Das ist im Islam erstmal grundsätzlich falsch. Das kann man machen in extrem bestimmten Extremsituationen. Dann werden wir auch noch dazu kommen. Aber dafür braucht man Wissen. Dafür braucht man Delils aus dem Koran, aus der Sunna, aus den Gelehrten. Wenn man das nicht kann, dann kommt ein Otto-Normalverbraucher und sagt, der ist ein Kafir, der ist ein Kafir und der ist ein Kafir. Aber er ist nicht der Tarut an sich. Dann gibt es ein Problem. Dann gibt es ein Problem und der Zuhörer wird euch nicht mehr als wahrnehmen. Das ist wichtig. Und da verlieren die Muwahidun heutzutage leider Zuhörer. Die kommen dann und sagen zum Beispiel, was denkt ihr über Sheikh Usaymin? Was denkt ihr über Niyat Hatipoglu? Was denkt ihr über, pass mal auf Leute, es gibt ein Tarut an sich, das ist die Regierung und die Führung dieser Regierung. Diese Führung der Regierung, die das bilden, die Führer, Immatul Kufr, das sind unsere Hauptfeinde. Die müssen wir thematisieren und die müssen wir benennen. Das kann der Tarut-Staat sein, das möchte er nicht gerne. Der Tarut-Staat möchte gerne, dass wir uns miteinander beschäftigen. Ist Shia-Kafir oder ist Sunna-Kafir? Sind Rafisa-Kafir? Und dann wird sich gegenseitig bombardiert. Und dann freuen sich und beliefern alle beiden Seiten mit Waffen. Deswegen,
viele, die das Thema Takfir auch eröffnen in der islamischen Welt, sind alles Dings. Die meisten, so, nicht jetzt die Imame, sondern die sich in die Jamaat einmischen, sind wirklich auch Agenten. Die kommen in die Gruppierungen rein, in die islamischen Bewegungen rein und eröffnen das Thema Takfir. Dann fangen an, sich islamische Gruppen gegeneinander zu bekämpfen und vergessen den wahren Feind. Und wer ist der wahre Feind? Das dürfen wir niemals vergessen. Das Amerika, das Israel und das sind die Staaten, die diese Staaten legitimieren. Und das sind erstmal unsere Hauptprobleme, die müssen wir thematisieren. Es kann nicht sein, dass wir in Deutschland leben und unterhalten uns darüber, ja, was ist das Urteil über Usaymin, was ist das Urteil über Albani und was denkst du über das und was überdenkst du das? Oder was denkt ihr über die Salafisten, was denkt ihr über das? Und mitten in Deutschland, in Ramstein, steigen Flugzeuge hoch und runter und bombardieren von Deutschland aus die islamische Welt mit Drohnen und habt ihr nicht gehört für Geschichten. Hier werden U-Boote aus Kiel, aus Kassel nach Israel geschickt, damit sie dort ihre Atomwaffen ja, im Mittelmeer lagern können. Und wir unterhalten uns über solche Themen, die halt wichtig sind, aber nicht als Priorität sind. Wir vergessen die Priorität. Also es gibt an erster Stelle Sachen, die müssen wir nehmen. Aber was machen die Leute, die versuchen das umzukrempeln und wir versuchen uns, und das ist der Shaitan. Wallahi, das ist der Shaitan. Wir versuchen uns mit Einzelheiten. Da kommt man und sagt man, ja, Tesbih, ne? Ist das jetzt bitter oder nicht? Und da werden Bücher drüber geschrieben. Da werden Bücher, die Leute haben Zeit. Aber wer würden sie eine Seite nur erläutern, was mit der US Air Force in Ramstein ist? Oder wie weit Israel ihre Agenten in unseren Ländern eingeschleust hat? Dann würden sie natürlich hier, dann ist die nächste Reise nach Washington oder nach Guantanamo oder in irgendein Gefängnis in diesem Land. Ja, nee. Und das ist wirklich auf das, was wir achten müssen. Deswegen werden wir in unserem Kurs nicht in die, also nicht jetzt in die Einzelheiten reingehen mit den Gelehrten, sondern diese Leute, die das ausführen. Der Staat und diejenigen, die den Staat bilden. Und dazu gehören, das muss ich auch nochmal erklären, die Wähler mit dazu. Die Wähler, diejenigen, die eine Partei wählen, sind nicht Unterstützer des Tahuts. Sie sind der Tahut selbst, weil das Regime funktioniert mit Wahlen. Das ist genau wie wir fünfmal am Tag beten, wie wir einmal im Leben zu Hajj gehen, tun die alle vier Jahre ihre Anbetung mit den Wahlen machen und geben ihre Stimme, ihr Zettel zu der A- oder B-Partei. Spielt aber gar keine Rolle, ob das links, rechts, mittel oder oben ist. Die geben ihre Partei und seine Stimme und sagen, ich gebe dir die Befugnis, dass du vier Jahre lang Gesetze erlassen kannst. Ist mir aber egal. Ich vertraue dir einfach, erlass Gesetze, was du willst. Und mit deiner Stimme, die man dann abgegeben hat, wird dann Zina halal gemacht, wird Alkohol erlaubt, werden vielleicht Auslandseinsätze legitimiert im Parlament, wird das natürlich verabschiedet. Und diejenigen, die ihre Stimme dazu gegeben haben, sie müssen am Tage des jüngsten Gerichts die Rechenschaft dazu ablegen, wenn da unten Bomben fallen, beziehungsweise wenn halal zu haram erklärt wird. Und das ist Kufu, das ist nicht haram. Wenn haram zu halal erklärt wird. Ila ahiri. Deswegen sind wir verpflichtet als muslimisches Volk, die Führer unserer Länder zu betiteln, in Muslim oder Kafir. Das ist die Aussage von Imam Ghazali und Imam Nawawi, rahimahullah. Der vierte Punkt ist, und da komme ich inshallah zum Schluss, wie man sich vom Tawhid distanziert, also was haben wir gesagt? Sich von den Leuten lossagen, Al-Wala und Bara, natürlich sich vom Tawhid selbst lossagen, wie lässt, soweit es möglich ist. Soweit es möglich ist, uns vom Tao selbstlos sagen. Da gilt natürlich die erste Stelle, da gibt es keine Entschuldigung, das ist natürlich das Parlament, beziehungsweise die Wahl, da gibt es keine Entschuldigung. Aber es gibt Entschuldigung zum Beispiel mit den Schulen. Schulen sind Ämter, es ist der Tao, aber es ist nicht immer Kufur, wenn man da reingeht. Beziehungsweise das Militär. Militär, die, also der, das Militär eines Staates ist zweifelsfrei Kufur. Aber nicht jeder, der ins Militär reingeht, verfällt gleichzeitig in Kufur, weil dafür brauchen wir einen hundertprozentigen... Kufur ist nicht was Leichtes. Da braucht man schon einen hundertprozentigen Delil. Man kann nicht sagen, ah, guck mal, und Kafir, das ist nicht so leicht. Da, das darf man, das, da werden wir auch dazu kommen. Aber natürlich müssen wir erstmal erklären, was das hier los ist. Das Militär kommt dazu, zum Beispiel das Heirat. Ja? Wenn man jetzt vom Standesamt nicht heiratet. Es ist natürlich, man sagt immer zu uns, ja, was ist das Urteil von demjenigen, der ins Militär geht, der in die Schule geht, der zum Arbeitsamt geht, der irgendwo auf die Ämter des Tahuts geht. Dann sagen wir immer, wollt ihr nach der Taqwa eine Antwort hören oder wollt ihr nach der Fatwa eine Antwort hören? Nach der Fatwa ist das kein Kufur. Weil um Kufur zu sagen, müssen wir hundertprozentig ein Dalil dafür haben, haben wir leider nicht. Aber nach der Taqwa, wenn ihr Taqwa seid, dann versucht ihr euch, so vieles in eurer Möglichkeit steht, sich von euch von diesen Sachen zu distanzieren. Diese drei Sachen und zum Schluss natürlich den Takfir auch auf solche Leute auszusprechen,
ist eine Bedingung von Kufru bit-Taut, das eine Bedingung von La ilaha illallah ist. Und der letzte Punkt ist, dass wir aufgrund des Kufurs eine ewige Feindschaft und ein Hass gegenüber die Leute des Tauts und des Kufurs haben. Denn der Tawhid kann nicht vollendet werden, wenn der Kufur, wenn der Hass und die Feindschaft gegen den Kufur vorhanden ist. Der Sure Fettig im 29. Vers, das habt ihr bestimmt schon mal gehört, steht geschrieben, Muhammadun Rasulullah, Muhammad ist der Gesandte Allahs, Wellezina ma'ahu, und diejenigen, die mit ihm sind, die Gläubigen, Eshidda'u ala al-Kuffari, sind hart gegenüber die Ungläubigen, gegen die Kuffar, Ruhama'u bainahum, aber untereinander barmherzig. Ja, aber dann kommen Leute, wir sind gegen alle barmherzig, dann seid ihr Heuchler. Wenn Menschen kommen und sagen, oh, ich verstehe mich mit jedem gut, mit dem Kuffar verstehe ich mich gut, mit den Muslimen verstehe ich mich gut, ich bin überall einsetzbar, dann bitte kontrolliert euren Ihlas und euren Imam aufgrund dessen. Und nochmal zum Schluss diesen Vers, den möchte ich nochmal wichtig hier jetzt machen. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Für euch gibt es wahrhaftig ein gutes Beispiel bei Ibrahim und denjenigen, die Ibrahim folgen. Iz qalu liqaumihim, sie haben nämlich ihrem Volk gesagt, inna bura'a minkum, wir distanzieren uns von euch, wa mimma ta'buduna min dunillah, und das, was ihr anstatt Allah anbetet bzw. an dessen Gesetzen folgt, kafarna bikum, wir sprechen den Takfir auf euch aus, ihr seid in unseren Augen natürlich keine Muslime, wa bada bainakum wa bada bainana wa bainakum al adawa, und zwischen uns und zwischen euch wird eine Feindschaft sein, weil Barda ein Hass sein, ebedem, für alle Ewigkeit, außer hatta tu'minu billahi wahda, bis ihr wieder auf La ilaha illallah zurückkommt, bis ihr wieder einzig allein Allah anbetet, wird zwischen uns und zwischen euch in dieser Hinsicht ein Hass bestehen bleiben. Und das ist nämlich der Beweis für unsere Liebe zu den Islam, zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und zu den Muslimen, Alsam. Wie gesagt, das ist Kategorie El-Wela und Bera. Aufpassen bitte in dieser Hinsicht, um das bitte ein bisschen auszugleichen. Wenn die Leute den Kufr propagieren, ich rede jetzt nicht von den Hans und von der Gretel auf der Straße, die normales Volk sind, weil ich kenne einige Brüder, guck mal, das ist ein Kufar, wir müssen die angreifen und so, das ist falsch. Ein Wort hat der Prophet gemacht. Warum das die Sahabe gemacht? Ja? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ging 35 Mal oder über 35 Mal an die Tür von Abu Jahl und hat versucht, ihm den Islam zu verkünden. Haben wir das gemacht? Sind wir mal zu unserem Nachbarn gegangen, haben wir den Koran verteilt? Sind wir mal zu den Leuten, die sich heute als Muslime bezeichnen, aber die keine Muslime sind, türkische, kurdische, arabische Gesellschaft, sind wir mal zu denen gegangen, haben zu denen gesagt, pass auf Leute, was ihr glaubt, ist nicht der richtige Islam? Das ist nämlich der Islam, den ihr von euren Vätern und von euren Opas gehört habt. Ja? Der richtige Islam ist das, was in dem Koran, der Sunna und in Al-Sunna-Büchern geschrieben steht. Haben wir das gemacht? Das haben wir nicht gemacht. Warum? Weil das schwer ist. Und das Nefis will immer das, was Leichtes machen. Leicht ist es zu sagen, du bist ein Kafir, hau ab. Ja? Und dann am besten kommen noch diese Leute, die vor 2 Jahren noch eine Jahiliyyah-Zeit hatten, ja? Diskothek, Drogen etc. hatten, und nach 2 Jahren dann Ulema'ul Muslimin werden. Die werden dann die Gelehrten der Muslime und versuchen dann an, über die Muslime bzw. über die Gelehrten der Muslime zu urteilen. Das ist grundsätzlich falsch. Das ist alles kontraproduktiv. Wenn das passiert, und es ist passiert, dann passiert Konzept IS. Dann passiert Konzept IS. Dann kommt nämlich sowas raus. Warum? Da wird am Anfang was Richtiges gemacht, aber die Methode wird falsch angewendet und dann wird das Richtige komplett falsch und dann hat sich diese ganze Sache erledigt. Dann könnt ihr tausendmal Hak, Hak, Hak sagen, La ilaha illallah sagen, das sieht dann nicht mehr. Warum? Weil ihr nicht der Mensch des Propheten sallallahu alaihi wasallam und dem Weg des Sahaba gefolgt seid. Ganz klar und offen und definitiv. Und das ist das Problem dieser Jugend heutzutage, dass Menschen anfangen, die Sachen, die sie gelernt haben, die sie richtig gelernt haben, aufgrund von Emotionalität falsch anzuwenden. Ja? Und wie gesagt, eine halbe Wahrheit ist auch eine Lüge. Eine halbe Wahrheit ist auch eine Lüge. Daher, unsere Feindschaft muss sich wirklich an die Führer, in der Sura Tawbah hat das geschrieben, وَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ, seid standhaft bzw. kämpft gegen die Führer der Kuffar. Und wenn wir gegenüber die Führer der Kuffar darstellen, dann werden sich ganz gewiss die ganze muslimische Gesellschaft wird sich gegen bzw. hinter uns und gegen diese Leute stellen. Wenn wir uns aber nur mit internen Sachen beschäftigen, dann ist das nichts anderes als eine Fitne. Den letzten Vers möchte ich dazu noch sagen. Und dann kommen wir inshallah zum Schluss. Haben wir unsere Zeit auch gut eingehalten. Abu Talib. Abu Talib ist der Onkel des Propheten, alayhi salam. Und er ist als Kafir gestorben.
Diese Sache müsste normalerweise so sein. Warum hat der Prophet ihn nicht gehasst? Oder hat er ihn gehasst? Oder warum hat der Prophet nicht Feindschaft gegenüber Abu Talib gemacht? Weil die ganzen Verse, die wir jetzt rezitiert haben, müssen doch normalerweise heißen, ja, die Kuffar, die müsst ihr hassen. Am besten, ne, wie Leute immer sagen, abklatschen auf der Straße. Ja, jetzt stopp, da machen wir eine Bremse. Weil der Koran ist ein Buch der Gerechtigkeit. Ihr müsst ein Vers als den ganzen Koran und den ganzen Koran als einen Vers sehen. Ihr könnt nicht eine Sache nehmen und eine Sache weglassen. Weil dann kommt nämlich ein Manhaj-Problem, ein Verständnisproblem. Über Abu Talib sagt Allah im Koran zum Propheten in der 28. Sura im 56. Vers, ihr habt das alle gehört, in Klammern, ja Mohammed, inneka la tahdi man ahbabt. Du kannst nicht denjenigen recht leiten, den du liebst. Was lernen wir nur allein aus diesen drei Wörtern? Der Prophet hat Abu Talib, den Kafir, geliebt. Das ist kein Problem. Aber er hat sein Kufr nicht geliebt. Wir Muslime sind Feinde gegen des Kufrs. Wir sind Feinde gegen des Alkohols. Wir sind Feinde von das und das. Wir sind aber nicht Feinde vom Trinker. Das unterscheidet die wahrhaftige Manhaj. Wir zeigen nicht unsere, wenn jetzt mal, sagen wir, jemand trinkt Alkohol, wir würden den Mann niemals schlagen, auf die Fresse hauen auf der Straße. Weil wir sind nicht Feind gegen den Trinker, wir sind Feind gegen wen? Gegen das Alkohol. Ja? Und genauso ist das mit dem Kufur. Der Muslim ist rein. Kullu mauludu yuladu ala fitratil Islam. Der Mensch ist rein. Jeder Mensch wird auf die natürliche Veranlagung des Islams geboren. Jeder Mensch ist rein. Aber im Leben macht man sich dreckig. Mal ein bisschen haram, mal kommt das, mal kommt das. Deswegen haben wir letztens auch in Ibn Hibban al-Mustadrak gelesen, erneuert euren Iman andauernd mit La ilaha illallah, denn euer Iman wird immer dreckig und er zerreißt, genau wie eure Klamotten euch zerreißt, das sich zerreißen. Erneuert euch. Und so müssen wir vorgehen. Wenn wir jemanden auf der Straße sehen, als der begeht Kufur, dann müssen wir nicht sagen, oh, wir müssen dich hassen und so, das geht nicht. Ja? Wir müssen ihn lieben und müssen versuchen, ihn aus von diesem falschen Weg zurückzubringen. Wollt ihr denn, dass diese Menschen im Feuer verbrennen? Wollen wir nicht. Und unsere Aufgabe ist es, diese Menschen vom Rande des Feuers zu retten. Das ist die Aufgabe, warum der Prophet a.s. und allen Propheten gesandt worden sind. Und warum wir als muslimische Gesellschaft, als Ummat Mohammed, diese Risalat-Aufgabe, diese Dawa-Aufgabe, bis zum Tage des jüngsten Gerichts, lasst es auf unseren Rücken. Auf dem Rücken jedes Muslims und jeder Muslimas. Tamam. Und deswegen, die Feindschaft muss hier wirklich gut verstanden werden. Unsere Feindschaft ist an den Führern dieser Leute, die das wirklich propagieren. Und dazu gehören natürlich die Staatsführer und die Leute, die das natürlich lieben, dazu. Aber nicht der Mann auf der Straße. Der Mann auf der Straße, der ein Kafir ist oder derjenige, der in dieser Hinsicht mit denen harmoniert. Unsere Aufgabe ist es, erstmal an erster Stelle, mit ihm gut zu verhalten. Wenn er aber andauernd die Feindschaft des Islams gegen uns macht, er ist wirklich Feind nach langer Zeit, dann können wir erst eine Feindschaft gegenüber dieser Person machen. Denn diese Person hätte dann natürlich zweifelsfrei Allah und seinen Gesandten geleugnet. Jazakallahu khairan. Das war's inshallah für heute. Diese vier Punkte sind die Punkte gewesen, wie man sich vom Tawhid distanziert. Und das ist eine Pflicht für uns alle. Ich sage es nochmal zum Schluss. Die Distanzierung von den Leuten des Tawhids, die Distanzierung des Tawhids an sich selbst, den Takfir auf den Tawhid und die Führer des Tawhids hauptsächlich erstmal auszusprechen und diejenigen, die das legitimieren. Und viertens, die Feindschaft und den Hass gegen den Kufr und den Tawhid wirklich zu besitzen und mit dem Mund, mit der Hand und das Mindeste mit dem Herzen auch dieses zu zeigen. Jazakallahu khairan wa ahru da'wana in alhamdulillahi rabbil alamin.